Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide. Let's play zu Super Lucky's Tale. Ja, und ab geht's nach Schlammfurt und Söhne. Das ist der Level, um den wir uns heute kümmern. Aber nicht nur den alleine, sondern, ja, der Boss des Levels hier, oder besser gesagt, der Welt, kommt auch noch dran. Ihr seht, oben in der Ecke, ich habe diesmal leider schon, ja, ein paar Kleeblätter eingesammelt. Und ja, weil ich es dann halt einfach nicht komplett geschafft hatte. Deswegen muss ich hier einfach nochmal neu starten. Erstmal das L hier vorne, gleich dadurch, dass ihr halt alle Münzen eingesammelt habt, gibt das L. Nochmal da gleich natürlich hier der kleine Hinweis. Wir müssen 4 Kleeblätter sammeln. Eins gibt es dafür, wenn wir 300 Münzen einsammeln. Eins gibt es dafür, wenn wir den Buchstaben Lucky komplett machen. Das Wort Lucky komplett machen. Eins dafür, das Beenden des Levels. Und dann noch ein geheimes. Und ja, hierfür gibt es eine Kiste als Belohnung mit Kohle drin und der Rudi hat es wieder nicht gepackt. Also, so geht mir relativ häufig so, muss ich ganz offen gestehen, dass ich diese, ja, Timed Events nicht packe. Wenn da nur, ja, nur schnöder Mammon drin ist, so nenne ich es einfach mal, dann finde ich das nicht so schlimm, wenn ich dann trotzdem auf meine 300 Münzen kommen sollte. Aber, weil es gibt nämlich nur eine Möglichkeit, das Ganze zu wiederholen, indem ihr ja den Level neu ladet und ja, dazu habe ich nicht immer so mega Lust, also kümmern wir uns erstmal darum, was wir hier machen können. So, hier mal, na, Hebel. Na, also, 6 Hebel sind nämlich zu bedienen, damit ihr das Level beendet. Das wollen wir natürlich nicht sofort machen, weil, wie gesagt, wir haben eine ganze Menge andere Dinge hier natürlich auch noch zu tun, wie die 300 Münzen, das geheime Kleeblatt, die ganzen Buchstaben, wie gesagt. Deswegen hier auch ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht aus Versehen den Level zu früh beendet. Ich glaube, das war mir passiert. Ich glaube, das war mir passiert, weswegen wir das hier gerade ein weiteres Mal spielen. So, da unter der Bühne, unter dem Holzding ist hier Hebel Nummer 2. Wir machen die Bühne ready, was ich auch sehr, sehr cool finde. Finde ich cool, super lucky, einfach mal was ganz anderes auf der Xbox One und das finde ich gut. Wir zocken hier natürlich auf der Xbox One X, aber in 1080p. Ich muss gestehen, dass ich mir super lucky auch noch gar nicht angeschaut habe. In 4K muss man glatt mal nachholen. So, da haben wir Mikrofon nach oben gefahren. Über uns seht ihr schon den Buchstaben Y leuchten, aber den holen wir uns einen kleinen Augenblick später. Da müssen wir nämlich von oben ran. Hier haben wir noch eine unsichtbare Münze liegen lassen. Ab hier rüber Richtung rechte Seite erstmal. Liegt hier noch immer so rum? Nein, okay, dann können wir zurück. Wie gesagt, ich glaube, Münzen war eng. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir werden es am Ende des Levels spätestens erfahren. So, hier oben Kisten versteckt, das bedeutet Münzen. So, dann ab nach hier hinten. Da sehen wir einen weiteren Hebel erstmal. Hebel Nummer 4, ne, glaube ich, oder? Ach, der zählt da gar nicht. Doch, Hebel Nummer 4, sage ich doch. Sag ich doch. Mikro, das nächste ist herausgefahren. Jetzt geht's ab nach oben. Da können wir erstmal ein Herzchen mitnehmen, wenn wir es brauchen. Ich brauche es ausnahmsweise mal nicht in diesem Moment. Ist Wahnsinn, dass ich es mal nicht brauche. Einsammeln kann man es trotzdem, finde ich schade. Weil so könnte man sich dann später nochmal holen. Ah, ihr habt es gesehen, ne? Buchstabe C ist da oben. Buchstabe C, aber wir sind gut dran vorbeigesprungen. Ah, das ist vom Timing hier. Wenn man ganz weit... Oh, Goody. Oh, Manu. Wenn man ganz weit oben springt, dann haut man gegen die Decke gegen. Da muss man auch aufpassen. Das muss einfach vom Timing her stimmen. So, ihr habt gesehen, was ich meinte mit der Decke, ne? Auf alle Fälle. Hoffe ich doch mal, dass das zu sehen war. Wir werden es ja gleich nochmal wieder sehen. Da bin ich gegen. Ah. Ja. Ja, ne? Ich fahre auch gerne Fahrstuhl, wenn ich ganz ehrlich bin. Es geht mir hier ums Fahrstuhlfahren. Ich möchte euch den Fahrstuhl zeigen und jetzt natürlich auch endlich dann irgendwann mal das C zeigen. Vom Buchstaben Lucky. Das Y haben wir immer noch nicht geholt, weil wir jetzt erstmal hier rüber gehen, wieder nach rechts. Hier gibt es nämlich auch eine ganze Menge mitzunehmen. Wirklich eine richtig große Menge. Hier sehen wir nämlich das U. So, jetzt haben wir das U und viele, viele unsichtbare Münzen hier. Wirklich viele. So. Die wollte ich alle noch haben. Dann muss ich halt nochmal hoch. Aber diesmal ist es ja ein leichter Sprung. So, wieder hier rüber nochmal. Wie gesagt, Münzen mitnehmen, was geht auf jeden Fall. Jetzt fallen wir hier unten rein. Und bam, da haben wir Hebel Nummer 5 und Mikro Nummer 3. Und haben hier ein extra Leben. Die Leiter ist hier ausgefahren, können wir nämlich hier abkürzen. Hätte ich mal vorhin gleich machen sollen, aber na gut. Man kann nicht immer alles richtig machen. So, da noch mehr unsichtbare Münzen und das K. Ja, und das Y haben wir schon gesehen. Damit ist der Name praktisch beinahe komplett, ne? Ihr wisst, was ich meine mit praktisch beinahe. Praktisch beinahe bedeutet, Y ist noch zu holen.
Aber wir wissen ja schon, wo es ist. So. Hier gibt es auch ganz viele unsichtbare Münzen. Alles einpacken hier. Echt, alles voll hier. Alles voll hier mit Münzen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Piano machen. Weil erstmal nehmen wir hier das Y mit. Springen wieder hoch. Oh, ich bin extra vorsichtig wegen dem Hebel. Ich bin gerade überlegen, was mir passiert war, aber irgendwie bin ich gerade vorsichtig, weil dahinter ist natürlich der nächste Hebel versteckt. Sechs von sechs, das war der letzte Hebel, aber wie gesagt, zum Glück beendet sich das Level jetzt hier nicht von alleine. Sondern da gibt es erstmal nochmal im Publikum Münzen einzusammeln. Wir sind ja hier unten plötzlich auf der Bank. Seht ihr, und da ist das Ende. Ist das das Ende oder ist das Secret? Ah, bin ich jetzt gerade voll durcheinander. Bin ich voll durcheinander. Wir sehen es, wenn ich reinspringe, ne? Sage ich mal an dieser Stelle. Aber ich glaube, es war das Level-Ende. Dass ich ja letztes Mal auch reingesprungen bin. Ich denke, oh geil, Foxhole haben wollen, ne? Und ja, dann war das Level zu Ende und ich hatte keine 300 Münzen. Ich glaube, so war es. Ich glaube, dass es so gewesen ist. Das ist hier übrigens auch gerade so eine richtig widerliche. Also ich weiß nicht, so manchmal komme ich hier nicht so mega klar mit der, mit dem leicht vorne, leicht hinten. Na, jetzt springe ich mir hier einen Wolf. Aber Münzen müssen wir mitnehmen. Oh ja, ne? Man könnte natürlich auch vorher einfach runterfallen. Das geht natürlich auch. Statt Münze mitnehmen, runterfallen. Ey, da ist er. Na, also. Oh, ich werde wuschig. Ich werde wuschig. Da habe ich dann geschnitten, weil es mir war zu blöd. Ne, das war mir echt eine zu doofe Springerei, wirklich, definitiv. So, also, ist doch nicht das Fuchsloch zum Ende des Levels. Doch, das ist es, aber genau, ich habe letztes Mal nämlich hier dann nicht mitgenommen gehabt, hier an der Seite. Und bam, so kommen wir nämlich dann noch auf die 300, so kommen wir da noch hin. Und da ist das nächste Kleeblatt, das letzte Erfolg freigeschaltet für hole alle Kleeblätter. Jetzt müssen wir natürlich noch, den Boss umhauen. Richtig. Dem Boss geht es jetzt gleich noch an den Kragen. Oh, wir haben ja hier auch schon praktisch die Hälfte an Kleeblättern zusammen von Super Lucky Tail. So nennen wir es einfach mal. 49 von 99, sieht gut aus. Oh, hier habe ich einen kleinen Schnitt gemacht. Zum Boss hin. Und da können wir dann direkt den Boss hier auch starten. Kleeblätter 30 haben wir gebraucht, 49 haben wir, also gar kein Problem. Also sage ich mal rein in die Bude. Und dann erwartet uns ein leicht tricky Boss. Leicht. Geht eigentlich. Geht im Großen und Ganzen. Ist nicht so wild, aber ein bisschen aufpassen muss man. Nur ein bisschen aufpassen, mehr nicht. Erstmal nehmen wir das extra Leben da an der Seite auf alle Fälle mit. Wenn es da schon rumliegt, dann wollen wir es auch haben. Magst Gemüse? Da, ich mag Bosse. Ach, das war noch gar nicht der Boss, den ich dachte, oder? Nee, der ist ja hier noch easy peasy. Ein bisschen rechts, links ausweichen. Es werden euch auch genug Herzen geboten. So, Hebel umlegen. Hebel umlegen. Und jetzt aufpassen auf Laserstrahlen. Hebel umlegen und Feuer aufpassen und Hebel umlegen. So, vier Hebel umgelegt. Boss kriegt das erste Mal aufs Maul. Oh, hier die Bienchen wegmachen. Ich sag schon wieder Bienchen, ne? Oh, ich sag schon wieder Bienchen. Und dann wieder auf Laserstrahlen aufpassen jetzt. Also erstmal stürmt er nach vorne. Oh, jetzt haut er einmal mit seiner Kralle. Auf der einen Seite. Und da sind wieder unsere Hebelchen. Schnell umlegen. Solange wir hier noch ein bisschen Ruhe haben, da kommen wieder die Laserstrahlen. Jetzt schön aufpassen mit der Springerei.
Springerei. Habe ich Springerei gesagt? Ja, ich glaube, ich habe Springerei gesagt. Kriege ich den? Ich kriege ihn. Ja, ich kriege ihn auf Kosten eines Herzchens. Da war ich zu gierig, ne? Da war ich definitiv zu gierig. So, Laser kommen alle geflogen, alle. Ah, ja, passt doch. Gut, wunderbar. Alle Hebel umgelegt, oder? Ja, alle um. Kriegt der Boss wieder aufs Maul. Hebel verschwinden. Und einmal wieder noch. Erstmal die Bienchen hier wieder. Die Bienen, Gulli. Es sind keine Bienchen, es sind Bienen. Böse Hummeln, meinetwegen auch. Oder Wespen, oder... Egal, weg sind sie. So, wieder aufpassen. Charge Attack. Und jetzt. Da waren wir nicht. Und Kralle. Da waren wir nicht. Und Kralle. Da waren wir auch nicht. Und da kommen sie wieder, die Hebelchen. Kommt, Hebel. Los. Da. And the one. And the two. And the one, two, three. Nein. Ja, doch. Doch, three haben wir auch noch. Wunderbar. Also 1, 2, 3. Schön auf die Lücken aufpassen. Eigentlich relativ easy hier von der Springerei. Aber mag man sich jetzt gar nicht so sehr beklagen. Waren doch alle, ne? Ja, da macht der Boss dicke Backen. Da macht der Boss dicke Backen an dieser Stelle. Und wir haben es geschafft. Deine prächtige Maschine. Ja, sie ist platt, aber sowas von platt. Aber sowas von platt. Haben wir platt gemacht, deine Maschine. Tschö. Sie sagt tschö. Dann sage ich auch tschö, oder? Mal gucken wir noch hier. Das ist Buch der Bücher. Und Erfolg freigeschaltet für die Wissenschaft. Tess und Petunia bezwungen. Oh, da kommen wir wieder aus dem Buch herausgefallen. Kommen in der neuen Welt an. So, das ist der nächste Boss, der bei 60 Kleeblättern auf uns wartet. Das ist der Weg dahin. Und das sind die ganzen kleinen Level, die wir zu erledigen haben. Deswegen nochmal ein Überblick natürlich über die neue Welt, die dann in der nächsten Folge auf uns warten wird. Richtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, da hier nehmen wir noch hier das Briefchen mit. Nein, ich mach nicht schlapp. Ich mach nicht schlapp. Oh, ein extra Leben und ein paar Münzen. Das war's. In dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.